Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unseren Silberrang erreicht und dementsprechend einige Nachrichten erhalten. Und ich glaube, wir gehen erstmal auf No Reply StarTube. Was kommt hier jetzt? Oh, was ist denn ein Influencer? Nicht antworten. Oh, ich glaube, wir haben hier einfach noch... Erhältst du jetzt offiziell 10% der Werbeeinnahmen? Das ist ein fantastischer Anschein. Mit jedem Upload wird dein... Die direkt an der Bank. Oh, dort. Oh, okay. Seit wir erreichen, erhalten sie automatisch ein Starbank-Konto. Starbank kommt automatisch auf deinem Gerät installiert, dann nichts kümmern. Super. So wollen wir das. Einfach auch automatisch. Ja, ich antworte schon auf eure Dings nicht. Dafür benötige ich so 5000 Abonnenten. Da bringen wir 20 Paar. Okay, jetzt kriegen wir erstmal ein Update hier. Süß, super. Ach, ich kann aber nur 2D entwerfen, das ist ein bisschen nervig. Tut mir leid zu hören. Wir sind nicht in der Lage, diese Funktion in nächster Zeit hinzuzufügen. Und Software kann leider keine dreidimensionalen Perspektiven bearbeiten. So ein Pech. Aber ich nutze sie trotzdem gerne. Ich habe aber gute Nachrichten. Okay. Na, übrigens, dass wir die Software... Version, ein Marker-Design. Okay, Version 2. Ja, müssen wir uns mal anschauen. Ausführen. Was passiert jetzt? Kapitel 2. Die echte Zukunft der Weltraumtechnologie liegt in den Händen der Bastler und Amateure. Menschen wie du und ich, die Underdogs. Lena Smalling. Hüp. Okay, das schaut echt anders aus. Starte eine Rakete, okay. Das schaut jetzt dezent anders aus. So ganz dezent. Ich will das jetzt spielen. Ach, guck mal, jetzt kann man es auch rastermäßig machen. Cool. Okay. Jetzt kann ich rein theoretisch die da oben dran setzen. Einen großen Booster nach unten rein. Mit ein bisschen Müll verbinden. Na. Wir sind einfach so hin. Zack. Dann haben wir hier schon eine neue Rakete gebaut. Aber bevor wir die losschießen, erstmal hier die wahnwitzige Ausführung. Wow, du hast es geschafft. Du hast es echt geschafft. Ich bin stolz auf dich. Haben wir nicht gebraucht? Machst du dich lustig oder nicht? Nee, nee. Wir haben ein bisschen gebraucht, aber easy. Geblieben. Verwundere ich. So macht man das. Ich schätze schon. Stimmt, ich habe mich echt angestrengt. Es war schon aufhören. So darf nicht sein. Mhm. Eine Schaufensterpuppe. Was ist das? Wahnsinniges Preis. Viel Spaß damit. Mach was Cooles draus. Lass weitere Raketen steigen. Auf jeden Fall. Wir tun erstmal wieder die Angel ausschmeißen. Schauen, ob wir ein neues Teil kriegen. Blub, blub, blub. Was holen wir diesmal aus dem Wasser? Jetzt kriegen wir Raketenhöhe vom Channel. Warum schreibt er uns auf einmal? Eine Tastatur. Tastatur, das ist geil, bestimmt auch nicht schlecht. Ich will echt mehr Raketen mit Spielsachen sehen. Du hast noch keine Spielzeuge gesammelt. Ja, kümmere mich noch drum. Ja, ich schau mir die jetzt an. Alles gut. Der geht mir so ein bisschen auf den Nerv irgendwie.
Ich grüße deine Rakete. Ich habe nur die kleine Flosse. Fällt mir ein. Oh, guck mal. Flossensatz. No, cool. Das ist echt cool. Danke für den Rat. Ich unterstütze dich. Eine neue Herausforderung. Immer gerne. Warum nicht? Höhenherausforderung. Hat ganz gut geklappt. Jetzt schauen wir mal auf eine unserer alten Videos, wo wir irgendwas geladen haben. Hier so Spielklotzhaus. Schauen wir mal. Ja, schick mir mal eine Nachricht. Überlassen kannst. Einfach mal gucken. Ja. Sogar noch besser. Bauen wir ein Klötzchen hoch aus. Hurra. Kuppelklotz, Zylinderkopf. Oh. Machen wir doch. Dann gehen wir auf Raumroboter. Oder nochmal zum Spielklotzhaus. Haben wir noch einen. Schauen wir den Rabik X an. Wie alt bin ich? Zehn? Neun? Bitteschön. Ein Plüschelefant. Das kann was Lustiges werden. Verstanden. Ja, ist gut. Bitte. Der will nur seine Spielzeuge in der Luft sehen. So, okay. Wir probieren erstmal das aus hier. Und schießen damit auch gleich mit neuen Sachen nach oben. Alles noch ein bisschen umdesignen. Ich will... Wir schießen direkt die Schaufensterpuppe nach oben. Dann brauchen wir natürlich noch diese Flossen, die er uns geschickt hat. Ach ja, die kannst du jetzt drehen, okay. Am besten noch ein paar Booster hier unten in die Mitte rein. Und dann schießen wir das Ganze mal in die Sky. Oh, die erste, die wir groß bauen müssen. Das ist daneben. 3, 2, 1. Zu wenig Kraft. Die Rakete hat sich nicht bewegt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Alle Triebwerke, okay. Vielleicht sollten wir mal die große verwenden zu versuchen. Booster unten rein. Booster kann ich denn noch? Ah, da geht sich noch eine aus. Schade. Da geht auch noch eine aus, okay. Bauen wir den mal so. Schauen wir, was da passiert. Es kann nicht gut gehen. Selbst die nimmt nicht einfach. Soll das jetzt? Zurück zur Konstruktion, bauen wir erstmal eine Nummer. Gehen wir mal zurück. Wir machen das ganze Ding hier platt und bauen ein bisschen was Standardmäßiges. Doppel Ground Booster.
Dann links, rechts, Flügel dran. So, jetzt machen wir das Snap Gripping an. Und schieß. Und was brauchen wir denn als Mütze? Brauchen wir noch irgendwas? Das ist doch eine ganz coole Mini-Rakete. Lass mal so, die bauen wir einfach jetzt mal. Simpel, klein. Auch mal nicht schlecht. Die braucht mir Gewicht unten. Scheiße. Heute geht's aber echt nicht gut an hier, ne? Das bringt dir nichts. Vielleicht sollten wir doch nochmal die normalen Füße auch noch in die Mitte setzen, einfach. Und jetzt setzen wir oben drauf. Nehmen wir das neue Ding, das Klotzding hier direkt und bauen mal los. Zack. Starten. 3, 2, 1. So weit kommt es nicht, aber es fliegt. Es fliegt auf jeden Fall. Das beenden wir jetzt direkt mal. Ungewöhnliche Textsachen. Weggeworfen. Raketenbausatz XL. Und wir können auch einfach ein Spielsachen. Ich probiere meine neuen Markermarkierungen aus. Video hochladen. Hochladen in Kombination niedlich. Okay. Das geht auch. Ah, ein paar Abos dazu. Oh, Kontostand. Mein Kontostand hat sich verändert. Was? Ich habe ein Konto. Cool. $2. Die Demokratisierung des Weltraums. Schauen wir uns so an, oder? Ja, dort ist. I stand here today to wake you up to what's happening. New digital future. Led by a worldwide movement of everyday Joes who give us out unless we stand up and speak out as one united force. Okay, wir schauen uns jetzt ganz, nicht das ganze Video an, sondern immer so Ausschnitte einfach. Wer zu Raum fahren und lasst uns. Okay. Teile für dich. Hallo Raximus. Wenn Silverstadt ist, dann ist absolut gratulieren. Ja, wieso nicht? Hm? Racern. Möchten die eine DSP-40? Oh, Raketenspitze Röhr XL. Oh, Luxus. Tolle Idee. Das ist mal toll. Das ist genau die Mülltüftler-Mentalität. So was kriegen wir von ihm. Wie läuft's? Bestens. Und bei dir? Racern. Ich bin Racern. Sinn Raketen. Jedenfalls wirklich dürfen Inhalte poste. Raketenbau interessiere. Kennst du dich mit. Nein, nicht wirklich. Booster findet, um deine Raketen anzutreiben. Handelt sich einfach um Plastikröhrchen, die mit fest Zuckertreibstoff gefüllt funktionieren. Ähnlich wie Schießpulver. Wenn du sie zündest, verbrennt der Treibstoff ziemlich schnell. Die Reaktion ist sehr ineffizient. Ein Großteil der Energie geht verloren. Ah, ich verstehe, ja. Hm? Ich habe jetzt die Zeit ein bisschen Flüssigtreibstoff experimentiert. Oh, jetzt geht's zu Bomben. Wenn ich einen Schatz suche auf dem Schrottplatz, habe ich ein paar Teile eines alten Automotors gefunden. Ich mache diese Raketen. Alter, so schnell kann ich nicht lesen, Junge! Warte mal. Was ist die. Okay. Mit ein paar zusätzlichen Rohrleitungen könnte ich die aus Flaschen in das Triebwerk einleiten. Fehlt noch die Zündung und voila, die Rakete flog. Oh, das ist echt interessant. Echt geil. Ich finde die Idee cool. So, und ich sende dir
Triebwerk und Treibstoff. Was? Er schickt mir Zeug. Zusammengewürfeltes Triebwerk. Yep, ist installiert. Update haben wir installiert von der Marke Software. Gewähre der Zugang. Also können wir jetzt Flüssigtreibstoff machen. Leitungsmodus erstmal installieren. Bin doch gleich mal dafür, dass wir das machen. Erreiche 100 Meter. Bau keinen Teil der Gruppe Booster hinzu. Okay. Also erstes Mal würde ich sagen, bauen wir so eine Standard-Flugrakete. Okay, und dann Treibstoff. Das Triebwerk muss auch hier unten reinpassen. Kann ich zweimal Treibstoff hier rein irgendwie kriegen? Geht das? Okay, und dann gibt es Verbinden. Für den Motus. Wir verbinden einfach jetzt dich mit dem hier. Und das lassen wir mal so, würde ich sagen. Bauen. Zack, Triebwerk drin, Kabel verlabeln. Und unser erstes treibstoffgezündetes Ding startet. 3, 2, 1. Holy! Es hat geknallt. Atmosphäre. Okay, 99% noch. Und es geht wieder runter. Keine 10 Kilometer leider, aber 100 Meter hatten wir schon mal. Seltenes Ding errungen direkt. Selbstgemacht. Sprit. PVC. Racern. Röhre. Und Power würde ich es nennen oder sowas. Und Power. Video hochladen und dann schauen wir, was wir dafür kriegen. Super Kondition, clever. Holy. Wir haben 365 Abos mehr. Und wie viel kriegen wir dafür? Oh, jetzt fast 20 Euro auf dem Konto. Nice. Okay, Leute, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge lese ich mir mal die ganzen Sachen durch und informiere euch am Ende darüber, was wir alles Neues haben. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.